In Part 14 von Let's Play Black Mirror 3 befinden wir uns immer noch hier eingekerkert in dieser Leichenhalle vom ehemaligen Dr. Heinz Hermann, der ja leider selber verstorben ist. Und wir haben diese Seite des Raumes bereits begutachtet. Jetzt kommt hier die rechte Seite, dann Kühlfächer. Kühlfächer, wie man sie aus der Pathologie kennt. Könnte mal ein Leichenschauhaus gewesen sein. Zum Glück funktionieren die Dinger nicht mehr, sonst wäre ich vermutlich erfroren. Ja. Da waren wir nämlich drin mit unserem Darren. Stuhl. Ein Stuhl mit Arm- und Beinfesseln. Könnte aus einem alten Sanatorium stammen. Aktenschrank, Skelett. Wir fangen mal weiter. Skelett. Oh, das Skelett schauen wir uns genauer an. Oh, da fehlt ein Fuß. Recht unpraktisch, so ein Knochengerüst. Was soll ich damit? Huch, der Schädel scheint nicht fest zu sein. Jupp, der ist lose. Also her damit. Besser zwei Köpfe als gar keinen. Tatsächlich Oberschenkelknochen. Der Spruch, die Beine in die Hand nehmen, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Sehr lustig, Darren. Sehr lustig. Ja. Oberschenkelknochen. Liegt fast so gut in der Hand wie ein Baseballschläger. Oh, das heißt, wir könnten zur Not mit ihm zuschlagen. Schädel? Ein menschlicher Schädel. Vermutlich eine Nachbildung. Ja. Ach so. Da drin klappert was. Entweder ist ihm das Gehirn vertrocknet. Oder jemand hat den Schädel als Versteck benutzt. Für eine Filmrolle. Aha, und hier haben wir einen Projektor. Das passt doch mal zusammen. Eine Filmrolle mit einem sehr kurzen Film drauf. Vermutlich aus einem anderen herausgeschnitten. Kassettenspieler? Ein Kassettenrekorder. Ob er noch funktioniert, weiß ich nicht. Das Netzkabel hat zumindest keinen Stecker mehr. Schreibtisch. Ah, Nahaufnahme. Fläschchen. Ein Fläschchen. Riechsalz. Okay, kann nicht schaden. Nichts mehr drin, schade. Ah, okay, aber wir haben ein Fläschchen. Zigaretten. Filterlose Zigaretten. Wenn ich hier nicht mehr rauskomme, kann ich wenigstens mit dem Rauchen anfangen. Ja, aber was wird eher passieren? Tod durch Zigarettenkonsum oder Verhungern und Verdursten? Bücher. Medizinische Bücher. Geheimnisse des menschlichen Gehirns. Aufbau und Funktion des zentralen Nervensystems. Ich glaube nicht, dass Phil damit für die Gehirnchirurgenprüfung büffelt. Wahrscheinlich nicht. Bunsenbrenner? Ein funktionierender Bunsenbrenner. Okay, weiß noch nicht genau, wofür wir das brauchen. Ich will das hier nicht anklicken, das Hackebein, Leute. Ich will nicht. Kassette, Metallkiste. Hackebein, Schublade. Ja, Schublade. Buch? Chemie in der praktischen Anwendung. Ein ganz schöner Schinken. Könnte sich als nützliches Nachschlagewerk erweisen. Viele Sachen. Ein Skalpell. Ein wunderbares Werkzeug. So klein. Und doch schneidet es Fleisch wie Butter. Das war jetzt aber eine sehr unheimliche Stimme von dir, Darren. Okay. Schublade. Ah, man kann nur diese Schublade aufmachen. Okay. Zurück, nein, noch nicht. Hackebeil. Ein Hackbeil. Wie man es eher bei einem Metzger vermuten würde. Bei einem widerlichen Metzger. Ein Hackbeil, Hackebein, habe ich gesagt. Metallkiste. Solche Metallkisten nutzt man meistens als Geldkassette. Diese hier hat ein Zahlenschloss. Da brauche ich gar nicht erst rumzuprobieren. Es würde zu lange dauern, die richtige Kombination herauszufinden. Okay, das schauen wir jetzt mal, was wir jetzt hier so gefunden haben. Chemiebuch. Chemiebuch. Ein Chemiebuch von 1972. Vielleicht ja trotzdem nützlich. Vielleicht ist das unsere Kombi. Filterlose Zigaretten.
total trocken und schlecht gestopft. Wenn ich eine anzünden würde, würde sie bestimmt von selbst runterbrennen, ohne dass ich auch nur ein einziges Mal dran ziehen könnte. Okay, ist er leicht entflammbar? Ein Skalpell. Ebenso klein wie effektiv und präzise, reduziert auf reine Funktionalität. Eine tolle Erfindung. Mhm. Du machst mir wirklich Angst, Darren. Ein leeres Fläschchen Riechsalz. Hier scheint es ja enormen Bedarf daran zu geben, Leute aus einer Ohnmacht zu wecken. Ja. Da brauche ich gar nicht erst rumzu... Ich dachte ehrlich gesagt, das geht nicht, okay. Ja, vielleicht ist ja auf dem Film was drauf. Ich mache mal noch die Hotspot-Anzeige. Ich habe hier alles zurück. Und ich erinnere mich, hier war doch noch ein Aktenschrank. Genau. Akten. Genauer gesagt, Krankenakten. Was haben die denn hier verloren? James Gordon. Der war doch Patient im alten Sanatorium. Dann sind das die Krankenakten von dort? Hier sind Totenscheine drin. Mehrere. Ausgestellt von Dr. Heinz Hermann auf James Gordon und auf verschiedene Todesursachen. Einmal Herzinfarkt, einmal Freitod. Alle ohne Datum. Ralph Thompson. Geboren am 3.3.1960, Diagnose wahnhafte Schizophrenie, therapieresistente Depression mit Suizidalität. Medikation Stufe 4, Kombinationsschocktherapie, in Klammern Elektrokrampftherapie und Insulinschocktherapie. Armer Ralph. Kein Wunder, dass er verrückt ist. Und hier ein Totenschein von Ralph. Ausgestellt von Dr. Hermann. Tod durch Genickbruch infolge Selbststrangulation, diesmal mit Datum 1.9.1981. Ralphs Tod war also schon geplant gewesen. Diese Schweine. Wären sie im August 81 nicht selbst draufgegangen, wäre Ralph jetzt tot. Unfassbar. Der Rest ist uninteressant. Die Leute sagen mir alle nichts. Waren das Blanko-Totenscheine irgendwie, oder was? Okay, das waren jetzt nur Informationen. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal den Film in die in den Projektor ein und gucken mal, was wir da zu sehen bekommen. Gut, dass ich in der Schule früher immer die Filme einlegen musste. Ganz so einfach ist das nämlich nicht. Okay. Habe ich noch irgendwas übersehen? Die Leinwand, das hier. Das, den hatten wir. Mittleres Kühlfach. Leichensack, den hat man noch nicht gesehen. Angst, dass danach ich nicht mehr angucken kann. Ich weiß. Ist bestimmt keine gute Idee, da reinzuschauen. Stinkt wie die Pest. Aber ich würde trotzdem gern wissen, wer oder was da drin vergammelt. Oh, darauf hätte ich verzichten können. Und da bin ich rausgeklettert. Okay. Und was hat mir das jetzt gebracht? Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. Okay. Mittleres Kühlfach. Das Fach ist auch mit einem Vorhängeschloss gesichert. Und hier gibt es auch Luftlöcher wie an meinem Fach. Scheiße. Da ist jemand drin. Ich höre wen atmen. Hallo? Hallo? Jemand da drin? Können Sie mich hören? Wer auch immer da drin ist, einen tiefen Schlaf hat er. Keine Chance, ihn aufzuwecken. Okay. Ich habe so die Befürchtung, dass das Ralph sein könnte. Kidnapping. Wer auch immer in dem Kühlkammer ist, der atmet noch. Ich muss ihn rausholen, bevor es zu spät für ihn ist. Ja, bitte. Ein massives Vorhängeschloss. Ohne den passenden Schlüssel bekomme ich das bestimmt nicht auf.
Shit. Kann ich irgendwie Skalpell benutzen? Nee, geht nicht. Der Knochen wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Pfeile. Pfeile geht. Da müsste ich Stunden feilen, bis ich das offen habe. Und die Zeit habe ich nicht. Ja, trotzdem, ich werde jetzt mal den Projektor anschalten, mal gucken. Vielleicht gibt es ja da Hinweise, wie wir diverse Zahlenschlösser hier öffnen können. Ich muss den Projektor nehmen und auf die Leinwand anwenden. Ah ja. Dann schauen wir mal, was auf diesem Film drauf ist. Ein Felsen. Da kann man was tun, da kann man was tun. Und jetzt? Okay. Ah, ich bin ganz am Ende angekommen. Da war irgendwas. Kann man da schrittweise... ist es? Da war irgendwo was? Wo ist es? Ich bin jetzt im Zeitlupen-Modus. Da ist es. Das hier sieht anders aus. Und jetzt? Hotspot-Anzeige geht hier nicht. Was mache ich jetzt? Oh. Och je. Was ist denn das hier? Okay. Ich weiß noch nicht. Ah, hier ist auch noch was. Hallo Leute, wie ihr seht, habe ich nochmal hierher spielen müssen. Ich habe ausgesehen, das Rätsel übersprungen, ist mir schon wieder passiert. Hier ist aber irgendwas mit Kamerazubehör, hä? Diverse Gerätschaften für Film und Fotografie. Das hier sieht aus wie ein Aufsatz für eine Kamera. Was das wohl ist? Ja, was ist das? Verschiedenfarbige Folien in einem Rahmen. Man kann sie aus- und einklappen. Ja, ich denke, das ist ein Farbfilter für Kameras. Ah, und vielleicht für Projektoren auch? Leinwand? Runterziehen? Hat mir das vorhin irgendwie gefehlt? Kann das sein? Kann ich? Aha. Ich habe den Farbfilter vorne am Projektor montiert. Jetzt kann man sich Filme in bunten Farben ansehen. Ach, je. Und jetzt ergeben die Knöpfe da auch Sinn. Ja, sorry Leute, ich... Dann schauen wir mal, was auf diesem Film drauf ist. Ich vergesse immer, dass hier rechts unten das Thema Rätsel überspringen ist. Hier ist jetzt nichts mehr mit überspringen. Jetzt macht das Sinn. Jetzt macht das Sinn. Okay, jetzt natürlich die Frage. Also ich will jetzt den hier langsam vorwärts laufen lassen. Hm.
Was sehe ich jetzt? Ich sehe nichts. Na, die sind ja eminent wichtig. Diese Filter. Okay. Na, ich glaube, das wird wenig ergiebig sein, Leute. Aber wir versuchen es. Ich weiß ja nicht, ob ihr was seht, Leute. Ich sehe nix. Auch eine schöne Farbe. Ich habe das Gefühl, mir fehlt noch irgendwas. Irgendeine Information. Ah, Momentchen mal, der Grüne ist ja noch drin. Muss der Grüne weg? Ach, die kann man hier kombinieren. Ah, jetzt ist wieder dieses Überspringen-Teil da. Bloß nicht anwählen. Hm. Ach, herrje. Die Dinger kann man auch kombinieren. Ja, und kein Hinweis, wie denn die richtige Farbkombination sein könnte. Na gut, Leute, ich wechsle mal die ganzen Kombinationen durch. Und wenn ich hier irgendwas Interessantes finde, schalte ich euch gleich wieder zu. Bis gleich. Da ist es, Leute. 2180. Aha. 2180. Eine vierstellige Zahlenkombination. Dieser Phil ist ein richtiges Schlitzohr. Keine schlechte Idee, eine Zahlenkombination in einem Film zu verstecken, die auch nur mit einem speziellen Farbfilter sichtbar ist. Ja, ich denke mal nicht, dass das das Vorhängeschloss hier ist, sondern ich glaube eher, dass das die Kombination für die Kiste hier ist. Wenn die Zahlen auf dem Film die Kombination für diese Kiste sind, dann... Wird's spannend. Ein Briefumschlag. Mal sehen. Wie ich bereits sagte, kann ich mit dem Foto nichts anfangen. Die Betreffende hat das Dorf anscheinend verlassen und ist somit für mich nicht mehr von Interesse. Sie haben mir bereits zu viel Geld für die Feuerbilder abgeknöpft. Schluss damit. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Nach meinem Erkenntnisstand wird der Feuerteufel im Laufe der Woche freigelassen. Er ist eine tickende Zeitbombe, die jederzeit wieder hochgehen kann. Vielleicht können wir dabei ja auch ein bisschen nachhelfen. Überwachen Sie ihn. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Ich will alles, was er tut, dokumentiert haben. Weitere Anweisungen folgen. M. Achso, das war's. M. Welchen M kennen wir, der Leute ausspioniert? M? M? Das kann nur Murray sein. Diesem ist wohl jedes Mittel recht. Das wird Konsequenzen haben. Ich muss ja einiges ertragen, aber das geht wirklich zu weit. Ja, aber die Frage ist doch, was ich jetzt als nächstes machen kann. Der Bunsenbrenner weiß ich auch noch nicht, wozu der ist. Kassettenspieler. Hm. Alles nochmal angucken. Das Kabel hängt da recht unmotiviert. Sorry, Leute, wurde gerade angerufen. Das Kabel hängt da recht unmotiviert. Was soll das heißen? Kann ich irgendwas mit dem Kabel kombinieren? Hallo? Zum Beispiel ein Skalpell? Tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Prima. Jetzt habe ich ein paar Drähte. Ah, wofür konnten wir denn Drähte gebrauchen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Halt. Ein paar Drähte aus einem Netzkabel. Man kann damit keine Schlösser öffnen. Na super. Geht nicht. Mit was kann man dann Schlösser öffnen? Tja. Na, Gegensprechanlage nochmal ansehen. Nichts. Scheint wirklich kaputt zu sein. Scheint kaputt zu sein. Projektor? Den haben wir, glaube ich, ausgelutscht. Leute, ich weiß es nicht mehr genau. Da will er nicht mehr reingucken. Da drin liegt eine stark verwiesene. Ja. Dich kann ich nicht aufmachen mit irgendwas. Ein massives Vorhängeschloss. Ohne den passenden Schlüssel bekomme ich das bestimmt nicht auf. Okay, wir brauchen hier einen Schlüssel, Leute. Aber ich bin davon überzeugt, den Schlüssel für dieses Fach und den Schlüssel für diese Tür, die bekommen wir dann im nächsten Part von Let's Play Black Mirror 3. Bis dahin, ciao!